Durch Brückensprengungen suchen die Polen das Nachrücken der deutschen Truppen zu behindern. Auch die große Weichselbrücke bei Dirschau wurde völlig zerstört. Überall werden sofort Pioniere eingesetzt. Auch die Männer des Reichsarbeitsdienstes bewähren sich im besonderen Maße bei der Wiederherstellung der zerstörten Straßen und Brücken. Nach kurzer Zeit bereits können unsere Soldaten über die neu geschlagenen Brücken ziehen. Der stürmische Vormarsch erfordert Beschleunigung aller Bewegungen. Wenn die Brücken nicht ausreichen, durchfahren unsere schweren motorisierten Einheiten die Flüsse. Die deutsche Luftwaffe hatte vom ersten Tage an stärksten Anteil am Feldzug in Polen. Nach den Befehlen des Generalfeldmarschalls Göring wurden zwei starke Luftflotten gebildet und zur Führung des Luftkrieges gegen Polen eingesetzt. Durch ihren todesverachtenden Einsatz haben sie dem Heere unendlich viel Blut erspart und zum Gesamterfolg in höchstem Maße beigetragen. Beobachtungsflüge bringen der Führung wertvolle Meldungen und Aufnahmen von den Bewegungen und Stellungen des Feindes. Diese Lichtbilder werden sofort ausgewertet und sind Grundlage entscheidender Befehle.
In engster Zusammenarbeit mit dem Heere werden in ununterbrochener Folge Schlacht- und Sturzkampfflieger eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, Bunkerstellungen, Batterien, Marschbewegungen, Ausladungen und alle wichtigen strategischen Verbindungslinien von der Luft her anzugreifen und zu zerstören. Sturzkampffliegerangriff auf einen militärisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Bei starkem polnischen Abwehrfeuer stürzt der Stuka-Flieger im Steilflug auf die Bahnanlagen zu und zielt dabei mit der ganzen Maschine. Einige hundert Meter über dem Ziel wird die Bombe ausgelöst, das Flugzeug aus dem Sturz abgefangen und wieder aufgerichtet. Ausgedehnte und gut getarnte Truppensammelplätze werden mit Maschinengewehrfeuer bestrichen. Ein feindliches Ziel ist erkannt und wird mit Bomben belegt. In wenigen Tagen beherrschen die deutschen Kampfflugzeuge den polnischen Luftraum. Alle entscheidenden Rückzugsstraßen und bedeutsamen Brücken sind vor den Augen des zurückweichenden Feindes zerstört worden. Eisenbahnknotenpunkte und Bahnhöfe wurden vernichtet. Die eisernen Schienenstränge der Hauptlinien unzählige Male durch Bombenabwürfe zerrissen und durch zerschmetterte Wagen und Lokomotiven völlig verstopft. Schwer bestückte polnische Panzerzüge, auf deren Wirkung die polnische Heeresleitung die größten Hoffnungen gesetzt hatte, sind durch deutsche Fliegerbomben völlig zertrümmert und aktionsunfähig gemacht worden. Die Flugplätze und Hallen der polnischen Fliegertruppen wurden durch die Angriffe der deutschen Kampfflieger unter Mitwirkung der Flak-Artillerie zerstört. Im Ganzen wurden rund 800 polnische Flugzeuge vernichtet oder vom Heere erbeutet. Die deutsche Infanterie erneuert ihren unvergänglichen Ruhm.
Ihre Leistungen im Marschieren, Ihr Ertragen aller Strapazen sind nicht geringer als Ihre Leistungen im Kampf. Trotz erbitterter Gefechte und schlechtester Wegverhältnisse gehören Marschleistungen von 50 und 60 Kilometern am Tage nicht zu den Seltenheiten.